Zwei Niederlagen aus Suite waren für den EC Dornbirn Motivation genug, um sich im Länderderby der Eishockey-Nationalliga gegen den EHC Bregenzerwald von Beginn an ins Zeug zu legen. Exakt 3 Minuten zeigte die Stadionuhr beim ersten Toralarm im Messestadion. Nach einem schönen Spielzug von Heimo Lindner und Sascha Rauter wurde Thomas Auer vom Letzteren ideal bedient und nutzte die sich bietende Chance kaltschnäuzig. Neuer Spielstand 1:0. Eishockey sah bei den Hausherren so leicht aus. Nach dem 2:0 durch Chris Stanley erhöhte abermals Thomas Auer mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Gespielt waren erst 10 Minuten und 35 Sekunden. Die Bulldogs waren aber noch nicht gesättigt und legten nur eine Minute später durch Stanley einen drauf. Immer noch war der Torhunger der Hausherren nicht gestillt. Nach 14 Minuten erzielte Josef Riener seinen ersten Treffer im Dress der Bulldogs und stellte auf 5:0. Das halbe Dutzend wurde auch noch im ersten Abschnitt gefüllt. Stanley traf mit seinem dritten Tor zum 6:0. Bei diesem Spielstand ging es dann auch erstmals in die Kabine. Dass das Wort Aufgeben nicht zum Wortgebrauch der Wälder gehört, bewiesen diese nach dem ersten Seitenwechsel. Mit ansehnlichen Chancen brachten die Gäste Dornbirn-Rückhalt Christian Fendt ins Schwitzen. Der schwedische Legionär Johnson erzielte den einzigen Treffer der Gäste. Auch danach kreuzten die Wälder noch ein paar Mal gefährlich vor dem Dornbirner Tor auf. Vom Spielstand von 6:1 für den EC Dornbirn änderte sich aber auch im zweiten Abschnitt nichts mehr. So wurden zum zweiten Mal die Seiten getauscht. Im Schlussabschnitt wurden dem Wälder-Team die Strafen zum Verhängnis. Im Powerplay stellte zunächst Heimo Lindner auf 7:1. Nach 50 Minuten durfte dann auch Fabian Glanznik jubeln. Der 18-Jährige erzielte seinen ersten Treffer in der Nationalliga und schoss das 8:1. Kapitän Stefan Spanring legte nur eine Minute später nach und ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls im Powerplay auf 9:1 zu stellen. Die zweistellige Niederlage der Wälder besiegelte schlussendlich Florian Stern, der Verteidiger schoss das 10:1. Und mit seinem ersten Nationalligator setzte Fabio Hofer 4 Minuten Vorspiele in den Schlusspunkt der Partie. Endstand im Nationalliga-Derby zwischen dem EC Dornbirn und dem EHC Bregenzerwald, also 11:1. Malermeister Klocker aus Dornbirn, der heutige Spielsponsor beim Derby im Eishockey-Nationalliga Dornbirn gegen Bregenzerwald. Natürlich überglücklich wahrscheinlich der Sponsor, dass Dornbirn 11:1 gewonnen hat. Ja genau, das erste Drittel hat mir besonders gut gefallen. Es ist schön, seine eigene Mannschaft mit 6:0 in die Pause gehen zu sehen. Im zweiten Drittel haben unsere ein bisschen zurückgeschaltet, was wiederum den Wäldern den Ehrentreffer ermöglichte. Aber so soll es auch sein. Aber spielerisch war das dritte Drittel fast das Beste. Hier konnten uns die Wälder wenigstens ein bisschen Parole bieten, wobei wir natürlich ganz klar die Oberhand gehalten haben, was ja der Endstand von 11:1 auch beweist. Was für einen Bezug hat die Malerfirma Klocker zum EC Dornbirn? Ich bin ein ortsansässiges Unternehmen. Und es freut mich natürlich, gerade einen Verein aus Dornbirn sponsern zu können. Die Regionalliga ist deshalb für mich interessant, da ich ja auch nur regional tätig bin. Es sind 4 Vereine im Ländle, dadurch bin ich auch immer wieder werbemäßig präsent. Wo ist die Firma Klocker hauptsächlich, wo arbeitet sie hauptsächlich im Ländle? Im Rheintal und dann natürlich auch in ganz Vorarlberg, aber hauptsächlich im Rheintal. Kjell Lindqvist, 11:1 Sieg, 6 Tore schon im ersten Startdrittel, war ein bisschen der Wurm drin, aber die Pflichtaufgabe wurde erfüllt. Ja klar, wir haben im ersten Drittel sehr gut gespielt, verschlafen im zweiten Drittel, wurde was keine Leistung und dann auch wieder im dritten Drittel, dann zurück zum ersten Drittel. So das ist 3 Punkte und
Das ist ein gutes Tageswerk. Jetzt gibt das große, kommt das große Problem, zwei Wochen kein Eis hier im Messestadion. Was macht der EC Dornbirn dann? Ja, wir verfolgen Bowling und dann gehen wir in der Natur gucken. Nein, das ist lächerlich, aber was soll man machen? Wir müssen leben mit das und wir müssen schwitzen die Mannschaft zusammen und den nächsten Samstag in Kaffenberg, da muss ich Gas geben, egal ob wir haben Eis oder nichts. Aber klar, das ist lächerlich. Thomas Auer, 11:1 Sieg, selber zwei Tore erzielt, nach der Sperre wieder voll dabei. Ja, als erstes mal bin ich sehr froh, dass ich wieder dabei bin. Das war eine sehr, sehr lange Pause. Drei Spiele in der Nationalliga bedeutet vier Wochen kein Spiel. Darum bin ich froh, dass wir gegen die amerikanische College-Mannschaft ein Vorbereitungsspiel gehabt haben. Und zum Spiel selber, ja, 11:1, ich meine, das war ein erwarteter Sieg von uns. Das einzige Positive, was ich herausnehme, sind die drei Punkte. Im ersten Drittel haben wir zwar nicht so schlecht gespielt, aber im zweiten Drittel komplett das Konzept verloren. Die Powerplay-Linien waren heute, muss ich sagen, katastrophal. Wenn da ein besserer Gegner kommt, dann schaut das auch wieder ganz anders aus. Im letzten Drittel haben wir uns wieder ein bisschen gefangen und ja, 11:1 gewonnen, aber so sehr sollte man da nicht aufs Ergebnis schauen.